Hallöchen meine Bärchen und herzlich willkommen bei einem weiteren Part mit Deponia. Wir waren stehen geblieben, als wir diesen Ältesten so halb überzeugt haben, wir brauchen noch ein Entertainment für die nicht vorhandenen Zuschauer, außer den ja König, selbst an uns König wahrscheinlich. Und ja, eine Dataset, da haben wir haben noch Plastik. Wir haben noch Monsterfüße und wir haben Ulysses Helm noch. Ja, hi. Der Streichelzoo-Besitzer will ja ein flauschiges Tierchen, was er streicheln kann. Also sie hat gerade Probleme. Ja. Und der ist ja so alleine. Vielleicht können wir mit dem ja doch noch irgendwas machen. Dieses Video wird wahrscheinlich am Donnerstag herauskommen. Bring mich nicht zum Lachen, du Nudel. Deine Hände sind viel zu zierlich. Bald ist die rosafarbene Stampede komplett. Viel zu zierlich? Viel zu zierlich? Wie wär's, wenn wir uns den Magst du Monsterschuhe? Warte mal hier. Stopp! Was hast du vor? Ich will dir eine Schulterglatze verpassen. Wir Experten nennen das Rückenrodung. Tja, die Idee hat was. Aber erst muss meine Massage beendet werden. Oh, dann wissen wir ja schon, was wir danach machen. Mit Ulysses Helm wahrscheinlich nicht. Wir probieren aber mal die Monster. Und das klappt natürlich. Aufhören! Schön, dass es ihm jetzt zu viel ist. Heißt das, du kommst endlich mit? Falsch! Meine Rückenhaare müssen erst noch gewachsen werden. Ja, ja, das haben wir ja gerade schon gemacht. Sehe ich so aus, als würde ich Späße machen? Voll. Zumindest wie etwas, was ich mal im Zirkus gesehen habe. Susi. Kratzt die mich einfach von hinten? Ah, oh, die Schuhe sind weg. Warum sind die denn jetzt weg? Oh, so langweilig. Okay. Das Video kommt Donnerstag raus, weil ich am Dienstag erstmal komplette Probleme mit meinem PC hatte. Das muss so. Vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, wenn ihr mir bei Twitter folgt. Bald ist die rosafarbene Stampede komplett. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass ich mir vielleicht einen neuen PC anschaffen sollte. Ah, das tut weh. Was hältst du davon? Kommst du jetzt endlich mit? Nein, ich glaube, ich habe mir bei der Prozedur eben einen Nerv eingeklemmt. Ich bestehe auf eine weitere Massage. Wenn du mich zum Heulen bringen willst, gleich hast du es geschafft. Aber wir haben doch gar keine Schuhe mehr. Kommst du jetzt endlich mit? Nein, ich bestehe auf eine weitere Massage. Aber diesmal von einem Profi. Ach, wo sind nur die Klonbediensteten, die sonst immer defekte Roboter ersetzen? Keine Ahnung. Okay, dann können wir hier anscheinend nicht weitermachen. Das ist ja jetzt doof. Ja. Gerade wollte ich aufnehmen, also anfangen aufzunehmen. Und dann hatte ich nochmal Probleme mit meinem Mikrofon. Das wurde nirgendwo anerkannt. Nachdem ich gestern nämlich meinen Computer komplett auseinandergelegt habe, um zu finden, wo der Fehler sein könnte, habe ich natürlich auch alles rausgezogen, alles Mögliche. Und dadurch habe ich natürlich auch mein Mikrofon rausgezogen und meine Festplatten, die da sind. Und was macht Susi in der Zeit? Was soll denn das? Ach ja, der will ja einen Clown haben. Das kannst du vergessen. Wie jetzt? Ist die Show aber schon was? Ja, ist sie. Los. Also im Moment geht's bei mir echt runter und drüber. Meine Festplatte hat er dann nämlich auch nicht mehr erkannt. Weil, was ich gerade sagen wollte, weil mein liebes Kätzchen da eine Stelle vom Kabel durchgeknabbert hat. Die bringt mich nochmal ins Grab, ne? Was die hier alles macht. Die hat mir schon zwei Aufladekabel durchgeknabbert. Am Anfang hatte ich damit null Probleme. Da ist sie nur ab und ganz am Anfang. Da ist sie mir nur an meine
hinter meinem Tisch an meiner. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ja, Multitasking ist bei mir nicht so wirklich. Rückenhaar-Sample? Warte mal. Ist er mir früher an die Computerkabel gegangen, aber nur zum Spielen. Oh nein, 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 da hinten wollte ich nicht. Und, kommt ihr voran? Und da ist er recht egal, schnell wieder weggegangen. Stimmt, ich könnte noch... Oh, Gott. Ja, hier, Sample. Vielleicht wollt ihr das ja haben. Wie wäre es mit diesen Silberrücken-Gorilla? Oh, geil, das klappt sogar. Oh ja, das ist hübsch. Was? Und männlich ist es auch. So, ja, ja, kommt ja von einem Mann. Und edel. Außerdem ist Silber gerade voll in. Trotzdem irgendwie zeitlos. Dann ist es entschieden. Endlich. Hier, behalte diese Stoffproben. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Schon Stoffproben? Was für Proben? Zobelstreifen, Stoffmuster. Stinkmuffel, Stoffmuster. Oh, das sind... Leo, das sind Tierproben. Naja, Tierproben hört sich irgendwie so falsch an. Wo war es denn? Ah, Computerkern. Ach, ich bin so durcheinander in letzter Zeit. Ich bekomme so rein gar nichts hin. Auf der Arbeit vertausche ich auch die ganze Zeit alles Mögliche. Leo, vielleicht kriegen wir einen Leoparden. Das wäre voll cool. Also das ist... Im Moment ein bisschen anstrengend. Keine Spezies erkannt. Die Probe ist synthetisch. Na ja, klar. Ey. Knabber nicht an meiner Tür rum. Susi. Und dann guckt die mich immer so verdattert an. So nach dem Motto. Mama ist böse auf mich. Aber ich hab doch gar nichts Böses gemacht. Spezies erkannt. Die Probe ist synthetisch. Oh, wieder eine okay, Miete. Schon wieder. Scanne DNA-Probe. Oh, warte, was? Ich hab da nichts eingelegt. Das war meine Hand. Erkenne Spezies. Clown-Klon. Du rubrizierst mich unter Clown-Klon? Update Datenbank und drücke Sicherungsdatasette. Cool, dann habe ich das Entertainment. Das ist ja unerhört. Ja, ist egal, aber jetzt haben wir einen Clown. Voll cool. Was auch immer ein Zobelding ist. Oh, super. Scanne DNA-Probe. Erkenne Spezies. Wieder einmal Zobelstreifenbär. Zobelstreifenbär. Ich will ihn mal angucken. Ja, genau. Gib die mir mal wieder. Und jetzt gucken wir uns die mal an. Die Dechse. Echse? Eidechse. So, das wollte ich sagen. Da kennen wir ja, wie das aussieht. Ah, diese Katze. Unglaublich. Okay. Das ist ein komischer Clown. New? Mecker mich an. Und geht weg. Okay. Oh, der ist groß. Kriegen wir den kleiner? Weil ich glaube nicht, dass... Schillerson war es, ne? Der ist der Älteste, hier so ein Großvieh haben will. Oh, jetzt haben wir den nicht mitgenommen. Und wieder zurück. Schwupp. Danke. Und wieder gehen. Oh, hallo, da. Chill out zone. So, probieren wir das doch mal aus. Der will garantiert keinen... Schwupp. Ein Clown. Oh, hallo. Was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Das ist so... Okay, viel zu groß. Das war mir klar. Latsch und blutig. Und das hier. Oh. Was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. B-
Bist du irre? Das ist ja viel zu groß. So kann das doch niemand streicheln. Ja, kann man das so auch streicheln. Es ist halt anders. Jetzt weiß ich nämlich auch. Oder jetzt würde ich mal erraten, was das hier sein soll. Hier ist das eine. Warte, wir wollen das Ding kleiner machen. Packen wir mal. Ändern wir mal das. Oh, so. Oh nein, 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 nicht wegrennen. Da haben wir es kleiner gemacht. Schwupp. Oh. Was soll das denn sein? Oh mein Gott, das sind die Monster vom Anfang. Bist du irre? Das ist ja viel zu groß. Oh nein, haben wir die gemacht? Das wäre ja ganz und gar nicht gut. Oh, oh, das ist so süß. Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Oh ja. Was? Das ist richtig? Genau richtig. Es ist flauschig, hat Zobelstreifen und zu aggressiv ist es auch nicht. Okay. Welch Wonne. Oh, 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 oh. Nee. Warum geht es denn jetzt wieder weg? Okay. Ach, meine Güte. Mann. Also nochmal. Jetzt nicht klicken, nicht klicken. So. Ich wollte die Klappe zumachen. Ich wollte die Klappe doch nur zumachen. Lasst mich doch einfach in Frieden. Ich pack meine Maus weiter weg. Komm, mach schneller. Welch eine Wonne. Komm. So. Klappe. So, damit ich das auf keinen Fall wieder zumache, streichel du da mal deine... was auch immer das ist. Und wir gehen jetzt zum Clown. Bravo! Yay! Großartig! Da Capo! Da Capo! Ich wusste, dass ich das Zeug zum Erfolgsproduzenten habe. Und dabei habe ich noch nicht mal damit angefangen, Urlaube zu streichen. Ich glaube nicht, dass du das brauchst. Klappe. So. Ja. Oh! Die Datasette guckt da zur Hälfte raus. Seht ihr das auch? Da. Das Blaue. Ja. Gut. Aber jetzt können wir den auch überzeugen. Ich verlange nun endlich vorgelassen zu werden. Ich brauche die Audienz. Und du sollst sie bekommen. Immerhin habe ich die Situation hier endlich wieder im Griff. Hast du. Sag mir einfach Bescheid, wenn die anderen beiden soweit sind. Und bis dahin genieße ich mein Essen und Trinken in geselligem Ambiente. Na, Prost, Mahlzeit. Okay. Bist du soweit? Ach, die können sich hier auch nicht entscheiden, ne? Unbekannter elysianischer Bürger mit frappierender Ähnlichkeit zu unserem Klonbediensteten und Inspektor Cletus. Du hast einen alten Mann sehr glücklich gemacht. Das heißt, ist, du kommst ja endlich mit zum Ältestenrat? Natürlich, Junge. Sag einfach Bescheid, wenn du die anderen beiden überzeugt hast. Ja, sehe ich auch so, Maus. Die... ja. Okay, wir gehen. Anderen beiden? Warum anderen beiden? Es sind doch insgesamt vier.
Egal, wir gehen jetzt mal zu dem Ältesten da oben. Hi. Ah, du schon wieder. Was gibt's? Angenommen, ich muss den Ältestenrat wirklich dringend heute noch sprechen. Auf eine geht's. Außerordentliche Sitzung? Ja. Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katastrophenfall. Oder natürlich, aber wenn jemand 10.000 Spaßpunkte erreicht hat. Das geht nicht weiter. Aber gehört der nicht zum Ältestenrat? Danke für keine... Okay, dann nicht. Ja, Baby. Gut. Dann gehen wir zu dem anderen Heini. Zum Spa. Kommst du jetzt endlich mit? Nein, ich bestehe auf ein... Aber die... So, wieder da. Ich musste Susi nur kurz mal rausschmeißen. Sie hat dann doch ein bisschen zu viel Unsinn gemacht. So, der ist überzeugt. Der andere will auch mal eine Massage haben. Warte, können wir da vielleicht die andere Datasette reinschubsen? Oh. Randale, hier können wir keine Datasette mehr reinschubsen. Flup, flup, flup. Hier können wir auch keine Datasette mehr reinschubsen. Hier auch nicht. Dann gehen wir nochmal in den Computerkern. Und, weiß ich nicht. Oh, da oben ist eine Eule. Ist das möglich? Gibt's nicht. Können wir die vielleicht noch ein bisschen modifizieren? Chill-Out-Zone. Aber dazu brauche ich den hier nochmal. Gut. Keine Ahnung, was wir da noch machen müssen. Ich modifiziere die jetzt einfach nochmal ein bisschen. Wer weiß. So, einer ist drin. Und der zweite ist auch drin. Was ist das? Das hat der Clown Krallen. Warte mal, was? Was macht das? Oh, warte, das können wir ja drin lassen eigentlich. Ah, nee, ich möchte beides sehen. Raus. Ach nein, die machen wir lieber nicht. Sonst müssen wir das wieder 12.000 Mal machen. Wir gehen lieber dahin und schauen uns die hier an. Was soll denn das für ein Clown sein? Der ist ja nicht einmal bunt. Okay, du willst einen bunt haben. Dann ändern. Ja, erst meckern, dass er nicht bunt ist und jetzt meckern, dass er... Okay. Sagen wir da mal nichts zu. Das wollen wir. Und den wollen wir. So, wir tauschen jetzt mal das und nehmen die mit. Oh, nehmen die mit. Ach, wir bekommen beide mit, okay. Dafür brauche ich nur meine Finger und... Ach so, ich habe die Klappe angeklickt, okay. Drop. Was soll denn das für ein Clown sein? Der ist ja gar nicht... Der ist ja gar nicht lustig. Ja. Dann packen wir das da nochmal rein. Okay,
Okay, er muss bunt und er muss lustig sein. Bunt und lustig. Bunt und lustig. Statur. Aber gleich haben wir ihn wieder komplett umgetauscht. Können wir das nicht so lassen? Dafür braucht man. Ja, ich habe wieder die Klappe angelegt, ich weiß. Bravo! Großartig! Da Yay! Da Capo! Ich wusste, dass ich das Zeug zum Erfolgsbrot. Und dabei habe ich noch nicht. Ja, aber das hatten wir ja vorhin auch schon. Das verstehe ich ja nicht. Also die gleiche Antwort hatten wir auf jeden Fall. Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Können wir vielleicht hier irgendwo eine Dataset einfügen? Nein, können wir nicht. Ping. Sind die immer noch hier? Nein, sind sie nicht, aber es sieht gut aus. Dass der so viel Bart, Rückenhaare hatte, das verwundert mich doch so ein bisschen. Der ist immer noch am Singen, das ist ja fein. Hier können wir aber auch nichts einschalten oder sonst was. Ab in den Fahrstuhl. Chill out. Irgendwas mache ich jedoch falsch. Was zum Teufel mache ich hier falsch? Ich habe keinen Plan. Er ist lustig. Vielleicht das? Irgendwas muss ja passieren. Ich weiß bloß gerade nicht was. Das ist so ein bisschen komisch. Was soll denn das für ein Clown sein? Der hat ja gar keine lustigen Accessoires. Ich habe meinen Pup. Lustiger Spaß. Ja, ist okay. Irgendwas muss hier doch passieren. Vielleicht müssen wir ja dann noch irgendwas. Warte mal, lustige Accessoires. Dann lassen wir den Clown doch einfach mal so. Und packen hier auch wieder alles hin. So. Clown. Den Clown haben wir hier. Der sollte hoffentlich doch so okay sein. So. Clown ist okay. Dann nehmen wir. Hier die Dataset wieder weg. Vielleicht müssen wir ja. Obwohl, den haben wir ja. Ich wollte nämlich, dass die Eidechse draußen ist. Also das Bild von der Eidechse hier. Vielleicht. Klein ist er schon. Vielleicht machen wir ihn einfach mal grummig. Vielleicht klappt das ja. Warte mal, haben wir jetzt den? Den haben wir, ja? So. Schwupp. Flop. Oh! Oh! Ein Steig? Es ist schön flauschig. Was? Das klappt? So, aber es ist viel zu aggressiv. Ja. Beast, okay. Nimm es bitte. Was
jemand beißt. Okay. So. Ja. Ich habe keine Ahnung. Oh, ein Streicheltier. Oh, es ist. Aber irgendwas haben wir doch anders gemacht, oder? Was haben wir denn gerade anders gemacht? Ah ja, wir haben die Ohren ausgetauscht. Was auch immer das sein soll. Vielleicht passiert da jetzt irgendwas. Der ist glücklich, der andere ist glücklich. Ältester Rat. Haben wir jetzt irgendwas? Schon wieder. Was geht? Ja. Nein, okay. Danke, keine Ursache. Dafür gibt's auch nichts Neues. Das ist ja. Oh, irgendwie laufe ich gerade auf dem Schlauch. Und hier passiert auch nichts. Ich verstehe es nicht. Das ist hier alles irgendwie ein bisschen komisch. Was? Ja. Schwupp. Wir haben ja nicht drei Datasetten und eine lassen wir komplett normal. Wir machen dich mal breiter. Lustiges Gesicht, lustige Accessoires, Behaarung. Eine Behaarung muss der andere knuffig, also süß und weich sein. Vielleicht klappt das ja. Was auch immer klappen. Oh, warte, hab ich jetzt mal. Hätte ich nicht. Ja. Da. Oh, wow. Was soll denn das für ein Klapptes? Ich weiß nicht. Wie? Was? Ja. Da. Bravo! Großartig! Da Capo! Ich wusste, der sich das Zeug zum. Dabei habe ich. Ja, aber was machen wir denn mit dem dritten? Das verstehe ich ja im Leben nicht. Und das speichert hier auch die ganze Zeit. Irgendwie passt das nicht so wirklich. Irgendwie passt das so überhaupt nicht. Aber was machen wir denn da am besten? Ich hole mir noch mal alle Datasetten. Was? Ja. Komm her. Deine Datasette wollen wir auch haben. Schwupp. So. Wir haben das Wuschelige. Nein, wir haben nicht das Wuschelige. Das ist der Clown.
Wir ändern das mal alles. So, das ist der Clown. Ja, das ist der Clown. Nehmen wir dich weg. Hier ist die Echse. Das ist nach, das ist der Wuschelige. So. Wuschelpeter-Echse. Dann habe ich wenigstens ein wenig Überblick hier. Wuscheliger. Du musst klein bleiben. Du musst weich sein. Clown muss bunt sein. Clown muss lustig sein. Clown muss lustige Accessoires haben. Können wir das vielleicht doch noch irgendwie tauschen? Clown muss bunt sein. Clown muss tauschen das hier mal. Clown, Clown. Huch, ein Stab. Das ist so. Okay. Das war nicht der Clown. Was war denn jetzt der Clown? Oh, das war der Clown. Ein Streich. Das ist so. Hä? Jetzt höre ich mich gerade selber. Oh, das ist Echse? Oh, ein Stab. Oh, es ist. Ach so. Welch. Nee. Warte. Wir hatten gerade die Echse. Echse war aber flauschig. Hexe war flauschig. Und das ist Clown. So. Warum ändert sich denn das Bild immer? Ich habe da gerade Flauschi gehabt. Ich weiß auch, hab auch keine Idee, was das mit diesen Pfeilen auf sich hat. Soll mir das irgendwas sagen? Soll mir das irgendwas sagen? Tschup. Ach, keine Ahnung. Ich hab echt keine Ahnung. Was war das jetzt? Das war Flauschi auf der Zeichnung. Und... Oh, wow. Oh, ein Streich? Das ist so. Der sieht traurig aus. Flauschi auf der Zeichnung. Warum hatten...
Ja, ich frage da gar nicht, glaube ich. Können wir das ändern? Was macht das? Hätte ich. Flausch. Nein. Eidechse. Echse ist jetzt flauschig. Richtig vorne. Ja. Echse ist jetzt flauschig. Cocktailbar. Ist Clown. Ja. Ist der Clown? Nein, der Clown ist nicht Clown. Der Clown ist Echse. Oder beziehungsweise große Echse. Also ist Flauschi Clown. Bravo! Flauschi ist Clown. Ich dabei hab. Aber jetzt verstehe ich trotzdem immer noch nicht, warum hier nichts passiert. Ja. Keine Ahnung. Schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, was ich hier falsch mache. Ich komme echt nicht drauf. Keine Ahnung, was ich hier falsch mache. Ich glaube ganz stark, dass es irgendwas mit diesen Kartuschen in Zusammenhang hat. Ob ich irgendwas vergesse, wo ich die andere Kartusche reinpacken kann. Oder ob ich die hier falsch zusammenwürfel. Keine Ahnung. Falls ihr den habt, schreibt es mir in die Kommentare. Das hier wird eine leichte extra lange Folge. Wobei ich, glaube ich, nur die Hälfte der Zeit irgendwas geschafft habe. Tut mir leid, dass es heute am Anfang sehr chaotisch war. Ich hatte so gefühlt 10.000 Gedanken im Kopf rumschwirren. Ich glaube, dementsprechend habe ich mich auch ausgedrückt. Da ein Thema angefangen. Aber naja. Dann würde ich sagen, ich mache für heute Schluss. Ideen natürlich in die Kommentare. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.